Frankfurt. Herzlich willkommen hier im Clubhaus beim TuS Gründer Supertal zur Pressekonferenz zum Landesligaspiel. Gründer Supertal ist sehr hilfreich. Wir sind auch die Leute aus der Medienvertretung Schrift und Bild. Ein kurzes Statement. Herr Höfer, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das habe ich dem Trainer noch nicht sagen können oder machen können, aber der Michael Massenberg. War ein wichtiger Sieg heute. Ich habe ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Schlüsselszene war das, war diese unglückliche Aktion, wo die Rot-Weißen sich da gegenseitig abgeräumt haben, unbeabsichtigt natürlich, wo das 2-2 fehlt. Und dann hat Wülfmann das ganz toll gespielt. Was meinen Sie? Ja, zunächst einmal vielen Dank. Ich hoffe, dass es eurem Torwart ganz gut geht, beziehungsweise dass er schnell wieder einsatzfähig ist. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit im Grunde all das, was wir vorher besprochen haben, fast vermissen lassen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen richtig da. Wir haben die Abstände nicht geschlossen bekommen von Mittelstürmer bis zur Viererkette und haben deswegen auch verdient zur Pause zurückgelegen. In der zweiten Halbzeit dann und gerade auch nach der Ansprache in der Pause muss ich sagen, ja, denke ich auch, dass es am Ende ein verdienter Sieg und ein verdienter Erfolg gewesen ist. Natürlich war es dann auch so, dass uns diese Kollision in die Karten gespielt hat, aber ich sag mal so, wir haben so oft auch knappe Entscheidungen in der Liga bisher gegen uns gehabt, sodass uns auch sowas mal helfen kann. Jawohl, Micha, dein Statement zum Spiel? Also in der ersten Halbzeit bin ich noch recht zufrieden gewesen, haben wir den Kampf angenommen und haben versucht, nach vorne zu spielen mit unserer Mitte. Dadurch, dass wir so viele Verletzte haben, sieht man immer wieder die Löcher in unserer Mannschaft. Ich muss natürlich dann auch ganz klar sagen, in der zweiten Halbzeit waren die Wülfrater Kerniger und wir haben versucht, ihre spielerischen Potenziale ganz klar uns aufzubringen. Wir waren in meinen Augen stetig K.O. und konnten uns nicht mehr richtig wehren. Und ich glaube, der Sieg zum Schluss 4-2 gewonnen ist in Ordnung. Wenn ich jetzt sage, schieße in den Elfmeter rein, wenn und hätte, ist nicht passiert, dann sieht es vielleicht anders aus. Aber andersrum, ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel verdient verloren. Ja, das zum heutigen Spiel, ein Ausblick. Kalkum, Mühlsheim, Benrath, das sind die letzten drei Aufgaben, die der erste jetzt hilfreich zu stemmen hat. Davon zwei zu Hause, aber wenn man mal so in die Statistik guckt, 9 Tore zu Hause, ist das wenig. Aber ihr habt Heimspiele gegen diese Mannschaften, aber der Sieg war heute natürlich ganz, ganz wichtig. Was man jetzt in der Bundesliga gesehen, entschieden ist noch gar nichts. Das wird alles nochmal ganz dramatisch. Benrath hat übrigens doch noch gespielt und auch gewonnen. Also, was meinen Sie? Ja, es war von vornherein klar, als wir dann da unten drin waren, dass es bis zum letzten Spieltag dauern wird. Wir haben das auch immer wieder kommuniziert innerhalb der Mannschaft. Wir wissen das und wir haben uns auch darauf eingestellt. Wir haben jetzt natürlich mit Kalkum Mittler, wo wir im Hinspiel sehr unglücklich 1-0 verloren haben, in der dritten Minute schon das Gegentor bekommen haben, haben wir jetzt ein Heimspiel, das stimmt. Wir wollen dieses Heimspiel gewinnen, ganz egal, ob die oben stehen oder nicht. Wir haben trotz alledem, auch trotz des Tabellenplatzes, eine sehr, sehr gute Mannschaft, von der wir absolut überzeugt sind. In der Mannschaft ist alles intakt und diese Liga ist so ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen und da kann da oben auch noch so viel passieren, dass da unter Umständen vielleicht ja noch einer hochgeht, der damit jetzt noch gar nicht rechnet. Ja, meine Zustimmung. Kalkum stand 1-1, war der Zwischenstand, das Spiel lief noch. Führen jetzt 2-1. Naja, gut, die wollen jetzt alles dran setzen, da oben zu bleiben. Also trotzdem, toi, 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 wünsche ich euch für die nächste Woche. Ja, und bei Supertal nächste Woche geht es zum nächsten Bodenberg. Die Bodenberger heute 0-1 verloren in Remscheid. Dadurch dürfte das Aufstiegsrennen für die Bodenberger auch so gut wie gelaufen sein. Verbessert das die Ausgangssituation für nächste Woche? Der Abstand zu den Relegationsplatz, wahrscheinlich Relegationsplatz, also 4 Punkte geschafft. Also ich glaube kaum, dass, wenn ein Ortskampf ist, dass seine Mannschaft gerne verliert. Und wir müssen da nächste Woche ganz konzentriert hinfahren und die Kronberger, so wie im Hinspiel, müssen wir den Punkt abtrotzen, egal wie es geht. Wir müssen nur die Laufbereitschaft, wir müssen den Willen zeigen, den Einsatz zeigen über 90 Minuten. Und dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Andersrum, wenn man in der Mannschaft immer wieder mal den einen oder anderen hat, der meint, wenn er am Ball verliert, stehen bleiben zu müssen, dann wird es unheimlich schwer. Aber das werden wir den Jungs diese Woche mal beibringen. Und wenn sie meinen, sie müssten dann stehen bleiben und wollen nicht mitlaufen, dann können wir auch mal andere Leute reinsetzen. Okay, dann ein letzter Satz. Ich bin noch Kreismitarbeiter, deswegen habe ich ein großes Interesse natürlich daran, dass wir jetzt der Wülfmann drin bleibt. Also, tut alles, dass es so bleibt. Wir wollen keine Absteiger aus dem Kreis 3 haben. Einen haben wir. Sicher, aber mehr brauchen wir nicht. Herr Höfer,
Machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank für Ihr Interesse.